uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Ja, hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern machen wir heute mal ein bisschen Sport. Ist ja immer gut für die Linie und so und für die Figur. Jetzt habe ich überlegt, was kann man da machen? Ich hätte immer mal Lust, mal ein Sportspiel zu machen. Fußball, so FC und FIFA, das ist mir zu fummelig. Golf ist mir zu langweilig. Jetzt ist mir hier MBL The Show 24 unter die Finger geraten. Das war mal PlayStation Plus mit dabei. Habe ich noch auf der Platte. Da dachte ich, das probieren wir mal aus. Und ja, da würde ich sagen, gar nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Wir starten einfach mal eine Karriere. Und legen uns auch einen Charakter an. Hier nehmen wir den Herrn hier mal, der Schöpfung. Sehr coole übrigens Musik hier im Menü und so und auch im Spiel, die ihr leider nicht hören könnt und dürft wegen der Urheberrechte und so. Ne? Ja, schade, was soll man machen. Ne? So, wir müssen uns jetzt entscheiden zwischen zwei bzw. drei Spielarten, der Positionsspieler, der Pitcher oder beides. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ich sag's ganz ehrlich, null Ahnung. Deshalb, Positionsspieler, also Feldspieler, ich glaube, das bin ich nicht, also jedenfalls noch nicht. Ich versuch's mal mit dem Pitcher, das ist ja der Werfer hier beim Baseball. Okay, jetzt können wir sehen, auf was wir uns fokussieren, konzentrieren wollen. Ich möchte mich konzentrieren, zu dominieren mit Wucht hinter meinen Schlägen. Konzentrieren auf nervenzerfetzenden, schwerkraftzerfetzenden Pitches. Was haben wir noch? Das Break hier, das hört sich gut an, das nehme ich jetzt mal. Wir wollen gar nicht lange rummachen hier. So, gut, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können Starting Pitcher sein oder Closing Pitcher. Ich muss jetzt selber mal ganz kurz gucken. Leider ja nicht auf Deutsch, ne? Weder das Menü noch das Spiel selber. Ist ein bisschen schade. Ich werde das nur sporadisch, wenn es nötig ist, übersetzen. Ne? Ich meine, der Rest erklärt sich mehr oder weniger, glaube ich, von selbst. So, die Startpitcher beginnen das Spiel. Und die Closing Pitchers machen eigentlich die Final Innings, um einen Sieg zu schützen, also ne, eine Führung zu schützen. Ich glaube, wir machen dann den Starting Pitcher, weil sonst, glaube ich, haben wir wenig zu tun. Ich glaube, der Closing Pitcher, wenn der nur die letzten Innings macht, das könnten ziemlich sehr kurze Spiele machen, das ist dann auch langweilig, ne? Okay. So, sichern und speichern ist nicht rückgängig zu machen. Ja, okay. Oh, hier kann man sogar einen Face-Scan machen. Hör mal, du Ruf. Okay. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir schnitzen uns ruckzuck schnell einen Kollegen hier. Nehmen wir mal einen klangvollen Namen. Oh, ein bisschen vertippt. Warte mal. Okay. Dann Nachnamen. Random klingt ein bisschen doof. So typisch amerikanisch. Johnson? Moment. Ach, dazu gibt es auch eine Audiodatei. Finde ich cool. Also er spricht die Namen auch vollständig aus, oder wie? Finde ich cool. Finde ich cool. So, bevorzugte Nummer? Nee, habe ich nicht. Geburtsstadt ist jetzt eigentlich auch ziemlich egal. Ja. So, dann gucken wir mal.
Ich will jetzt hier nicht en Detail schnitzen, das Ganze. Ach, der kommt mir relativ nah. Den nehme ich mal. Warte mal. Also, soweit ich das sehe, kann man das nachträglich noch machen, jetzt zum Beispiel mit dem Face-Scan, so wie das aussieht, kann man tatsächlich sein eigenes Gesicht auf den Charakter scannen. Finde ich eine sehr coole Sache. Die Looks überspringen wir jetzt. Motion Sounds, nein, das ganze Gebims können wir später noch machen. Los geht's. So, wir werden angerufen vom LLB Scouting Büro. Und ich denke, Sie haben ein Angebot, das wir nicht ablehnen können. So, wir werden eingeladen zum MLB Draft. Ich habe mich mal informiert, das ist so dieses Vorauswahlverfahren von Talenten. Ich glaube, das kann man so ganz gut übersetzen. Ja, auf jeden Fall sind wir eingeladen und ich denke mal, wir sind ziemlich begeistert. Leider auch hier ohne Ton von den Charakteren. Ja, wir sehen hier Mundbewegungen, Emotionen und so, alles schön gemacht bei dem Charakter, ne? Aber ja, ist durch, ne? Leider, ne? Ohne Ton. Schade. So, na, so, wir werden natürlich unser Bestes tun, natürlich. So, man wird unseren Agenten kontaktieren und man sieht sich. Okay. Welcome back to MLB Tonight. Oh. I'm Robert Flores here alongside with former GM Dan O'Dowd and baseball researcher Sarah Langs. MLB Draft Combine is coming up. It's always an exciting time. Dan, what can we expect? What are you going to be looking for? Well, Robert, for me, this is one of the most important events on the baseball calendar each and every year. If you look at it, all the clubs get a chance to answer the questions they have on the players. And then all the best players in the country get to showcase their skills in front of 30 clubs. So, I mean, I'm just really excited to see what's going to happen. Sarah, it's a four-day event. It's held at Chase Field in Phoenix. What advanced metrics can players and viewers expect to see? I mean, there's so much data with this event. Part of why I love it so much, and I've been there Ups, was mit every der single Stimme los day. von Oh, I'm ihr? so glad we're back again. For pitchers, you've got pitch velocity, you've got spin rate, you've got extension. For hitters, we have your exit velocity, launching, and of course the distance on those home runs. Well, Ich glaube, die congratulations and Gute good hatte luck mal to einen all Unfall of oder those athletes Krankheit. as they continue Klingt their sehr, sehr journey to merkwürdig, hopefully ne? one day land in the big leagues. Okay, also wir haben gehört, ein 4-Tage-Event mit 100 Bewerbern und 30 Teams, die sich das Ganze anschauen. Welcome to day one of the MLB Genau, Draft los geht's. Combine from Chase Field in Arizona. The top high Also ich school habe keine Ahnung von nichts, prospects mit showcase Spaß their dabei. skills this Es week, giving ist MLB erwartet clubs nichts. another shot to evaluate this year's draft class. It should be an impactful few days here in the desert. Alongside Sarah Langs, I'm Dan O'Dowd. It's time to see what these pitchers are all about. So now let's focus on what's happening on the mound. Okay. So, ja, wir werden jetzt hier mal das tun und demonstrieren müssen, wofür wir da sind, nämlich pitchen. Okay, wir haben ein paar Warm-up-Pitches, bevor es tatsächlich losgeht. Hier kriegen wir noch ein paar Tipps, das finde ich sehr gut. Oh, guck mal, wir haben sogar eine Zielscheibe. Das finde ich ja klasse. Ha, mit Zielscheibe. Das ist ein Spiel für alte Leute wie mich. Damit kann ich arbeiten. Well, we're down to the pitchers now, Sarah. And the variety of things scouts are looking for when they look at pitcher. Also ich lehne mich mal aus dem Looking at Fenster und sage, how wir well sollen the in die body Mitte works over the treffen. rubber. I talk about balance, rhythm and timing within their delivery. They're certainly looking at arm strength. They're going to measure spin, horizontal movement. But you're really going to look at command. I mean, where the catcher's set up, Also sie sollen can nur you diesen throw the ball to Sinkwurf that offensichtlich spot, machen. you know, within the strike zone or outside the strike zone? And can you do that with multiple pitches? As you said, already a handful of things that will be measured here. Of course, velocity. You mentioned spin rate. Ah, jetzt haben wir Something schon den else ersten folks should Grade look erhalten, at is C. active spin. That's what percentage of that spin rate actually contributes to movement, as opposed to just spinning but not changing the way the ball is actually moving. And so that's why deliveries are so important. Every one of those metrics, Sarah, is tied to your ability to duplicate your unique body type. Okay. And that's why you Also can get a drei lot out Versuche of these haben wir noch. bullpen sessions by bearing down on a pitcher's delivery.
Ja, die Steuerung ist ein bisschen fummelig. Nicht wundern, wenn ich da ein bisschen rumzitter hier. Aber es geht, aber es geht. Jo. Solid average. Real good feel for the delivery. Arm strength is only average. Hand speed is only average. But a really strong understanding of the strike zone and how to utilize Okay. all his pitches Bis auf unser that are available Verständnis vom to him. Ding, If he wants his kids alles to really have a Durchschnitt. high floor, Mal sehen, ob solid das contributor reicht in the back end of a rotation. für die professionelle Karriere, ja? Für Peter Johnson. Okay, ganz der Job, Peter. Ich denke, du hast einen guten Job gemacht, kann man so frei übersetzen. So, und wir müssen uns jetzt in ein paar Testspielen in den nächsten Tagen beweisen, soweit ich das hier verstehe. So, ich habe offensichtliche Stärken in dem Spiel und an denen sollte ich jetzt hart und kontinuierlich arbeiten, natürlich. So, und ich glaube, damit geht es dann auch ans Eingemachte. Wir haben hier ein Clubhaus. Da gehen wir mal hin. Okay. Also das war jetzt der Showcase, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Das wird gleich der erste Tag. Und dann haben wir noch drei Spiele, um uns zu qualifizieren, beziehungsweise ein Ticket zu ergattern für ein Team. Da haben wir ein rotes Ausrufungszeichen. Da ist doch bestimmt was für uns. So, Spielstil. Okay, schau. Nee, ich will keinen neuen kreieren. Was will es von mir? Skillset. Oh, wir müssen Perks einrichten. Und, Moment. Skillset. Ah! Okay. Cheesy Pitch. Ne, Cheesy Filth. Entschuldigung. Du steht Filth, also lese es auch da, der Sack. Also, Cheesy Filth. Throw with movement and heat. Okay, hier können wir den Schwung und Kontrolle verbessern. Dann machen wir das auch. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit. Jetzt sehe ich gerade hier, hier können wir später noch, tatsächlich nachträglich, wenn wir das wollen, das Gesicht nochmal einscannen. Sehr witzig, okay. Also da kann man eine ganze Menge machen hier. Ich denke mal, Equipment werden wir noch nicht groß haben, weil woher, ne? So, jetzt lass uns mal ganz kurz schauen. Wir brauchen wir nehmen mal hier den Break und Fielding 3. Das sieht jetzt ganz schlau aus, was ich mache. Ja, ich habe keine Ahnung. Null. Ich hoffe, dass das gut geht. So. So, jetzt könnten wir natürlich üben, aber wir wollen natürlich spielen und das machen wir jetzt auch. So, Game One. So, erstes Testspiel. Welcome to day two of the MLB Draft Combine at Chase Field in Arizona. I'm Ben Gelman, and today we'll get to see some of the brightest prospects out there go head to head and put their skills on display to boost their draft stock. We're just about ready to get started. Here's the center fielder, Darrell Walker. And he's got really good. So, die heißen und kalten Zonen vom Batter. So, ich bin ja der Pitcher. Und diese Angaben, die wir hier sehen, scheinen sich auf den Schläger, also auf den Batter, zu beziehen. Die roten Zonen sind seine Stärke in dem Feld und die blauen Zonen, das sind schwache Zonen. Das heißt, da sollten wir dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hinzielen.
Ja, wäre auch schon zu schön gewesen, wenn wir hier auch wieder eine Zielscheibe gehabt hätten. Hier können wir den Pitch aussuchen, den wir machen wollen. So, er zeigt nach unten in die Ecke hier, der Kollege. Gleich mal probieren. Oh, erster Wurf, gleich rein hier. So, also ich konzentriere mich jetzt hier auf die blauen Zonen. Im besten Fall kann ich ihn dann ja rausstriken. Ja, das heißt nicht, dass die nicht treffen, wenn wir in die blaue Zone werfen. Sie können ihn treffen, aber verhauen oder mit ganz viel Glück trotzdem erwischen und schlagen, so wie es aussieht. Ein Strikeout. Ich glaube, das braucht man jetzt nicht groß kommentieren. Drei Versuche. Drei haben wir ihm reingesenkt, damit ist er raus. Okay. First pitch, and it just misses. These tournament games are, of course, just a part of the larger picture here at the Combine. Drills and assessments measure each player's fitness, strength, agility, and on-field performance, as well as other skills. Okay. Here's the 1-0 offering. Tapped softly on Ah, the tatsächlich hat er den erwischt. Der ist mir da durch die Finger gelaufen. Habe ich das richtig gesehen? Next to hit, Damn. Raimo. To check the lead runner. That's the third Sanchez. Oh, der ist nicht weit gekommen. To first, not in time. Everyone's safe. Okay. Ging nicht durch, das ist gut. One down. Now at the plate, TJ Uribe. Okay, gehen wir mal hier unten hin. Verhauen. Runners at first and second with one out. Swing and a foul over the screen and back out of play. Der ist gut, der ist gut. Den kann ich nicht so leicht reinlegen, scheinbar. Ah! Strikeout. Leo Pelayo digs in now. All one there. Jawohl, so wollen wir das haben. Der ging glatt in den Fänger rein. Two outs, runners at first and second. And that is indeed a swing. Jawohl, einer noch, dann haben wir ihn auch ausgestrikt hier. So, jetzt komm schon. Den kriegen wir doch auch raus hier. Junge, du verhaust ihn doch sowieso, Mensch. Gooch at second, Raimo on at first with two away. Bounce to the left side. Diagua. They take the force out. Play made, that ends the inning. So a hit and an error in the inning, but they can't score. On to the second inning here at Chase Field. So, das erste Inning ist durch. Ich glaube, Navy sind wir, hoffe ich. Dann steht es nämlich 2-0 für uns. Bottom of the inning, and here is ja. Tommy Norcross. Hey, we got nobody. Genau, wir sind Navy. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das finde ich gut. Wir konnten unser Team schon gut unterstützen hier. Der dritte ist schon durch, sehe ich gerade. Left field. Robert going back on this one. Makes the grab. So up next, Federico Rivera. Also hier würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das Online-Gaming aussieht.
Mal sehen, ob wir da dranbleiben hier an der ganzen Sache. Dann würde ich das tatsächlich gerne mal probieren. Wenn man da die Position aussuchen kann. Also wie gesagt, Feldspieler bin ich definitiv nicht. One out and the base is empty. Ah. Spoiled and it's now 2-1. Daneben. And that drops in for a strike. So. Zack, ab geht's. The strike ja. There and two away now. Das ist sehr cool und relaxed zu spielen als Pitcher. Ja. So. Einen noch rein und dann ist gut. Haha. Ich dachte, es waren schon zwei. Okay. Also wirklich ein Strikeout nach dem anderen. Das läuft eigentlich ganz gut. Soweit ich das in meiner Ahnungslosigkeit beurteilen kann. Back here at Chase Field, and the batter will be the shortstop, Orlando Kimball. Also, vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der das sieht und das schon ein bisschen länger spielt. Gerne Tipps in die Kommentare, ne? Würde mich freuen, weil ich habe das Gefühl, ich würde das gerne weiterspielen. Bounces this one to the right side. Over to first. Leadoff hitter gone in the third. The lineup flips over. Ich glaube, out-recorded ist, wenn der Lauf der gegnerischen Mannschaft unterbrochen wurde. Soweit ich das bis jetzt alles hier verstanden habe. Das heißt, keiner ist durchgekommen. Keine Punkte. Also meine Grundkenntnis vom Baseball ist wirklich aus Film oder Fernsehen oder Spielausschnitten aus dem Fernsehen. Aber wenn mir das gefällt, bin ich gerne bereit, mich da ein bisschen mehr mit zu befassen. Next offering is down low. Nice take. Ah! Okay. Mal links unten in die Ecke. Ah, shit. That one down for a hit. So one on now with one away. Throw and it gets away. Ja, das war ärgerlich. Was sollst du machen? Was sollst du machen? Und schon wieder? Ah, den dürfte nicht drin sein. Nein, ist auch nicht drin. Das war knapp, aber der war nicht drin. Ups. Der Kollege ist ihm voll durch die Bahn gelaufen. For one hit into a fielder's choice the first time. Hey. A swing and a miss. 0-1. Next pitch in the dirt, and the count even 1-1. Okay. Leading off first with two away. Softly hit to third, Sanchez. Tosses across to first. Out with room to spare, and that's the inning. No runs, one hit, no errors, and a runner left on. Ja gut, ne, ist kein aufregendes Spiel, aber wir führen mit 3-0.
Und das war das in der Sache. Sag ich mal so. Back here in the desert, now the third baseman, TJ Uribe. Swing and a miss out front that time. Hole one's the count. Easy out here. That's in there. 0-2 now. Moving through the lineup again, it's important to have your secondary pitches working for you. Seems like he's got good command of them right now. Swings and misses, and he goes down on strikes. And there's one down. Digging in, the switch hitting outfielder, Leo Pelayro. Oh, da haben wir aber nicht viel zu sehen hier. Keine Schwächezonen. Swing and a miss, nice changeup. Also ich gehe mal davon aus, ein sehr guter Hitter. But then when they get down, they need to be a little more patient. Wie machen wir das denn am besten? Pitches and extend the at-bats, try to get some base runners aboard. Das ist böse. Ein Spieler ohne Schwächen. Das macht den Wurf schwer. Aber trotzdem, weit sind sie nicht gekommen. Base is empty with two out. Here's the second baseman, Tommy Norcross. Okay, hier wird's wieder übersichtlicher. Laser to third, but handled well. That ends the inning. Nothing doing here in this half of the inning. On to the top of the fifth. 3-0. Ja, es bleibt beim 3-0. Also ich finde, ein Ergebnis zu sichern ist auch ein Erfolg. Ready to go for the last half of the inning. Digging in, Federico Rivera. Also die Innings gehen doch länger, als ich das dachte. Just missed. Also auch dafür, dass es jetzt Probespiele sind. And it's one and one. One ball, one strike. Ah. Slings it across. And the leadoff batter retired in their half of the fifth. So digging in, Darren Stanley went down on strikes the first time through. Swings yeah. That one for strike one. All one's the count. Ah. Popped up. Da oben ist er. Snags it for the second out. Auch wieder out-recorded. Also der Lauf wurde unterbrochen von der gegnerischen Mannschaft. So viel habe ich schon mal verstanden. Orlando Kimball, 0-1. Okay. That hits the dirt. And that's ball one. Two down and nobody aboard. Bottom half of the fifth. That misses two balls, no strikes. This is a more patient at bat than we've seen from the rest of this lineup. He's done well to get ahead 2-0. Was? Base for play? Ach so. Ja, gibt einen Vorschlag für den besten Wurf in dieser Situation. Okay, das haben wir, glaube ich, schon auch gesehen. Slings to first. There in plenty of time ends the inning. Continues to roll on the mound. Okay, hier haben wir ihn jetzt also zurückgespielt. Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Sind wir ausgewechselt worden oder was ist passiert? Nee, okay. Wieso sind wir gerade vom Feld gegangen? Muss ich mir später nochmal anschauen. Close doesn't get the call. That one back in the middle and it gets through. And the leadoff hitter aboard. Robbie Gooch, the next to hit. One for two. Foul ball there. Fail. Walker on at first with nobody out. Yeah, you got it. No one better. Let's go.
And that gets the inside corner for a strike. Auch verhauen. Okay. Just misses the mark outside the zone. That was a well-executed two-strike changeup, but he just couldn't get the call. Hey, one time, right now, kid. Here we go. Swing, high fly down the right field line. Not sure what happened there, but he laid out with a head-first dive on that one. Oh, schöner Körper. Now the 1-2 pitch. Ah. To right. No trouble here. Puts it away for the out. There's one down. Grafisch übrigens sehr schön, gefällt mir richtig gut das Spiel. First baseman, Mariano Raimo. And it's 0-1. Gut durchgegangen. Swing and a miss is a blessing in disguise for the hitter. If he had made contact, it probably would have been a double play ball. And now it's even up. I got a ball, one strike. To first, maybe a two ball. To second, there's one. Double play. Boy, they cannot seem to break through. That's the okay. Making six shutout frames out there now. 3-0. Schön gespielt hier. We're back and a new pitcher here to start the bottom of the seventh, Geronimo Pineda. Oh, ich glaube, jetzt werden wir ausgetauscht. Ausgewechselt. So, genau. Im siebten Inning ausgewechselt. Aber das ist ganz normal. Das haben wir ja gelesen, diese Closing Pitcher. Team effort here, and it started with what he was able to give them on the mound. He put them in position to come away victorious with a good start. Ich würde das doch mal einen gar nicht so schlechten Start nennen. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die Zeit schauen. Moment. Ja, also eine Runde auf jeden Fall können wir definitiv noch schaffen. So, das war Spiel 1. Oh, wir haben uns schon qualifiziert. Oh, kein zweites Spiel und kein drittes. Okay, also wir scheinen uns hier in einem Durchgang schon bereits qualifiziert zu haben für die Auswahl. Das ist natürlich cool. So, Managerin ruft an. So, wie gibt's meinen Lieblingsklienten? Genau. Ja, sie meint, wir haben schon ganz gut gezeigt, aber noch nicht alles, was wir auf der Kiste haben. Ne, aber alles in allem eine gute Vorstellung, die wir abgeliefert haben. Wir sollten in der 6. oder 14. Runde ausgewählt werden. Also da scheint es mehrere Drafting-Runden zu geben. Wir wollen da nicht unzufrieden sein. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ich bin froh, wenn überhaupt was Positives passiert hier. Also freuen wir uns erstmal. So, deine harte Arbeit zahlt sich aus. Das Team, das sich engagieren wird, wird Glück haben, dich zu haben. So, und ich gebe mich bescheiden hier noch viel zu tun. Wir haben erst angefangen. Genau das ist mein Motto hier auch. Noch viel zu tun. Ach, das sind doch mal Worte, die wir hören wollen. Ich glaube an dich und ich glaube, dass du Großes tun wirst. Oder erreichen wirst. So, ganz nebenbei, wir können nicht klar feststellen, welchem Team du zugeordnet sein wirst. Was wäre denn dein bevorzugtes Team? Wir gucken mal. Also hier die Los Angeles. Ja, genau, die Los Angeles Angels. Da gab es doch mal einen Film. Ah, mit Christopher Lloyd. Kennt ihr noch jemand? Der war aus den 80ern, 90ern.
da spielten die Los Angeles Angels auch eine Rolle. Fand ich einen coolen Film und genau deshalb, einfach mal deshalb, wähle ich die jetzt aus. Und unsere Agentin wird denen sagen, dass wir Interesse haben. So, damit sollte das Gespräch auch zu Ende sein, hoffe ich. Ist auch ein bisschen langweilig. Das mit den Gesprächen finde ich völlig okay, aber dass da überhaupt kein Ton ist, keine Sprachausgabe, das ist richtig schade. So, schauen wir mal. Okay. Das bin ich. Die Los Angeles Angels haben uns ausgewählt. Da sind wir doch begeistert. Yo. Das erste Vereinscap läuft. All right, so another player that we saw at the MLB Draft Combine off the board in the middle rounds of this year's draft. What's the reaction here to this pick, starting with you, Sarah? Well, this player had a pretty good combine, but not the absolute best we've ever seen. I think there were some questions, but there's a lot of metrics that show. Also sieht zwar Potenzial bei uns, aber wir haben noch nicht die beste Leistung gezeigt. Das ist das, was sie jetzt gerade so in Kurzfassung sagt. Also er schließt sich der Meinung an, sieht aber auch viel Potenzial in uns. Okay. Telefon. So, herzlichen Glückwunsch für deinen Vertrag mit den Angels. Ich könnte nicht glücklicher für dich sein. Wie fühlt es sich an, das neueste Mitglied der Angels zu sein? Ah, ein Traum wird wahr. So, das ist großartig. Sie haben wirklich Glück, dich bekommen zu haben. So, wie fühlst du dich über, oder wie sind deine Gefühle zu deiner Draft-Position? Ich hätte früher gezogen werden müssen. Nee, das ist unbescheiden. Sagen wir mal, wir sind happy damit, sind wir ja auch. So, ich starte, ja, das ist wahrscheinlich jetzt die Liga, im Double-A-Level mit den Rocket City Trash Pandas. Was ist das denn, die Rockets? Also ich starte nicht direkt bei den Angels, sondern bei den Rocket City Trash Pandas, bevor ich, nehme ich jetzt mal an, in die Hauptmannschaft komme. So, ja. Sonst so weitermachen wie bisher, körperlich und physisch, ne, und dann wird das schon. Danke, Steffi. I appreciate you. Ich schätze dich. Ja, genau. Geht nichts über eine gute Managerin, da sollte man immer freundlich sein. So, das scheint... Ah ja, Michael Sutherland, Manager der Rocket City Trash Pandas, begrüßt uns bei den Trash Pandas. Ja, gerade weil so viele Unterhaltungen sind, ist es schade, A, dass wir die Musik nicht haben und B, dass wirklich keine Vertonung hier ist, ne? So, bist du bereit, ernsthafte Arbeit zu investieren? Natürlich. So, ja, und nicht vergessen, mit dem Team zusammenzuarbeiten, das versteht sie von selbst. Natürlich, ich möchte ein Teamplayer sein. Okay. Ein paar warme Worte zum Abschluss vom Trainer, sehr schön. So, das war's. Er wünscht uns viel Glück und damit starten wir in AA unsere Karriere. So. Da haben wir unsere Ankleide. Jetzt sehe ich gerade, da gibt's was tun. Da ist was im Locker, also in unserem Umkleidespind. Was liegt denn da für uns? Ein Perk! In Bronze oder besser. Ich muss noch rauskriegen, Leute, für die Cracks, die das schon spielen. Was genau kann ich mit den Karten machen? Weil ich habe mal gesehen, es gibt einige, die kann man verkaufen, andere wiederum nicht. Ja, hier zum Beispiel, ne? Quick Sale oder auch für Marketplatz anbieten.
Schreibt mir da bitte mal. So, kurz erklärende Worte wären richtig cool, ja? Dankeschön. So, den Shop lasse ich jetzt mal außen vor. Was haben wir? Playstyle? Neue Perks oder was? Moment. Perks. Wir haben einen Control-Perk jetzt. Warte mal. Den setze ich hier mal rein. Sonst, glaube ich, hat sich hier nichts geändert. Ich will mal gucken, ob wir schon am Equipment was ändern können. Nein. Die haben wir bereits. Aber ich glaube, die zusätzliche Ausrüstung muss ich mir verdienen. Also diese Knieschoner habe ich gekriegt, immerhin. Ich gehe das mal schnell durch. Special Handshakes, ja, die nehmen wir gerne mit. Zwar nur optisch, aber besser als nichts, sage ich mal, ne? So, okay. Mit einem weiteren Spiel, beziehungsweise dem ersten Spiel der Pandas, wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen knapp, weil wir haben gesehen, das fällt ja doch ein bisschen länger aus manchmal, so ein Inning. Würde ich sagen, das verschieben wir aufs nächste Mal. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, ne, lasst gerne ein Like, Follow da, ne, Abo, Daumen hoch, ihr wisst, wie das funktioniert. Leute, nochmal die Bitte an euch, wenn ihr da schon länger drin seid in den Dingen und ihr habt ein paar Tipps für mich, immer gerne rein in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen, ja? Gut, ihr Leute, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.